Am besten machen wir es hier. Zwischen diesen ganzen komischen Büschen hier. Oder? Ja, komm. Hier bauen wir unser Bett auf. So. Zack. Bettchen. Da. Genau dazwischen. Ja. Ja, ich werde innerlich, ihr merkt es, ihr kennt mich mittlerweile, ich werde so ein bisschen, ja, nicht ungeduldig, aber ich will diesen dummen Bambus jetzt finden, ja, so schön wie das ist. Wenn man einfach so eine Tour macht, ja, ist es was anderes, als wenn man jetzt, ja, für ein bestimmtes Ding, für eine bestimmte Sache rausrennt und dann, ja, das eben nicht findet, ne? Das finde ich dann, ja. Das ist, und da kommt Dschungel. Le Dschungel. Wieder mal. Wir sind hier noch nicht gewesen. Also gehen wir, können wir auch ein Stückchen rechts rüber gehen. Und einfach mal hier so durch. Ja, machen wir mal. Komm. Was ist das? Schuppen, Baumfahren. Brauchen wir nicht. So. Riesenbambus, den haben wir schon. Und Melonen haben wir auch in rauen Massen. Brauchen wir nicht. So. Wir hakeln hier überall fest. Das ist irgendwas. Ja. Das ist Treibsand. Hier gehen wir mal ein bisschen so in die linke Richtung. Kegelkopf, Guzmanie, Gasmanie. Ja. Okay, wir kommen hier an. Also es ist schon echt schön, ne? Also man hat echt auf normales Minecraft. Wenn man dieses Ding hier gespielt hat, ja, hat man auf normales Minecraft echt keinen Bock mehr. Es ist so. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, man baut und wartet eigentlich die ganze Zeit immer auf. Hallo? Hey, Creeper. Motherfucker. Burn. Tschüss. Ja, man hat auf diesen normalen Käse einfach keinen Bock mehr. Es ist so. Ne? Was ist das? Huch. So. Na dann. Ja, es ist so wunderschön und so gefüllt mit Dingen und ja, ist nicht so langweilig wie dieses andere. Also das hätte Minecraft Mosobambus haben wir auch schon. Ach Mann. Ach Mann. Also wirklich. Ja, man hat auf dieses Minecraft das normale keinen Bock mehr und die hätten sich da. Ah, vor 5 Jahren hätten die das schon so releasen sollen, ausbauen sollen, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht machen. Es ist irgendwie affig, an irgendwas festzuhalten, wenn es doch viel besser geht, ja. Und das ist ja jetzt hier wirklich, also guckt euch das an, ja. Lauft mal durch den normalen Dschungel. Mal guckt euch dieses hier an. Spitze, oder? Naja, also ihr wisst es. Ich denke, ihr kennt euch alle aus. Bestens. Ja. Ich verstehe es nicht. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Mojang, sorry, aber ich kann kein Schwedisch. Aber Mojang, please put it into Minecraft. And. Ja, dann kommen so alle paar Wochen mal, irgendwie alle paar Monate kommen mal irgendwie so. Kommt ein Update. Irgend so ein. Kommen 3 Blöcke dazu und. Ja, es dauert alles immer so lange, so Stunden, Wochen, Monate lang, ja, und jahrelang zum Teil. Also, wo man ganz am Anfang gesagt hat, Mensch, die Holzstufen mal in allen Holzarten, ja, 5 Jahre später, ja, haben wir das Ganze dann irgendwie erstmal dann, ja, es macht keinen Sinn. Also, ich finde es auch, ja, ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag machen, wahrscheinlich auf der Kohle sitzen und Däumchen drehen. Also so kommt es mir vor. Ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Auch schön hier, ne? Hier diese.
diese Insel hier, ne? So ein bisschen. Was ist das da hinten? Mal eben gucken gehen. Also ich kann es irgendwie gerade nicht so gut erkennen. Ach so, ist nur so eine Zusammenstellung von irgendwas. Oh, schöne Gegend hier, ne? Oder? Das ist schön. Ah, der Smeagol schwärmt. Hä? Also wenn wir das gefunden hätten, ne? Hier mit der Wiese und so. Also hier hätten wir bleiben können, oder? Warte mal, wir gehen mal hier hoch. Ja. Bis hier oder bis da. Ne? Also das ist ja mal... ja, mal eine schöne Gegend hier, ne? Also... Das wäre doch mal ein schönes Zuhause gewesen auch. Mal einen Marker setzen hier, falls wir irgendwie... Wir sind weit weg von allen, ne? Wir hier was bauen mal irgendwann später? Okay. Sollen wir mal einen Marker setzen? Komm, wir setzen mal einen Marker. Und zwar machen wir es mal folgendermaßen. Und zwar... Zön. Da ist Zön. Ne? Da machen wir uns... Bettchen. Wir machen mal ein kleines davon, ja? Wollen wir es machen? So? Kleines X. Kleines X. Zön. Zön. Ja. Da ist dann auch gleich die Küste. Von daher können wir dann... Moment, ich esse mal was. Lasst uns mal was essen. So. Dann gehen wir mal hier. So ein bisschen in die Richtung. Der Fluss hier. Das ist echt schön, ne? Komm, wir gehen mal hier rum. Und in die Richtung oder dahin weiter, ne? Da müssen wir hin. Ja, das machen wir mal. Was ist das? Schwertfahren. Brauchen wir nicht. Können wir nicht gebrauchen. Ah. Dieser Tremolo in der Stimme. Super schön und verscheucht die Grillen. Ach ja, schön, ne? Also im Moment wieder mal so ein Punkt, wenn man so durch die Gegend eiert und ja, ist doch ganz nett, wenn man so zwischendurch mal runterfährt. Also so nach einer Stunde spielen oder so, dann ja, packt's einen von hinten an die Eier. Oh, hab ich das gesagt? Mensch. Also, in den Korb, wo die gekauften Hühnereier drinne liegen. Ihr 10-Jährigen und 11-Jährigen, die Minecraft gucken. Nein, die gucken mich sowieso nicht. Also, von hinten an die Eier. Und wenn, die haben ganz andere Sachen drauf. Also, ne, du Hurensohn. Kennt man ja, ne? Dieses ganze Gelaber. So, wir kommen in scheinbar ein neues Biom. Biom, weiß man nicht. Hier auf der Wiese geht auf jeden Fall nicht so viel ab, wie erwartet. Oder was habe ich erwartet? Nichts erwartet, ne? Haben wir was erwartet? Nein, eigentlich nicht, ne? Wieso wird dieses Meer hier nicht angezeigt? Müssen wir bis zum Rand? Hallo? Mal er das Meer. Hier, komm. Renn da mal hier die Karte durch. Fraggle. Tja. Man weiß es nicht, was es soll. Wir gehen um diesen Berg rum. Das ist hier roter Lehm oder was? Gebrannter Ton. Den brauchen wir eigentlich nicht, ne? Brauchen wir gebrannten Ton? Nein. Wir brauchen keine. Schau, schau. So.
Genau, wir müssen nachher in die Richtung nach links. Also können wir auch hier am Wasser entlang. Hallo Schäfchen. Genau, wir gehen jetzt mal hier auf diesen roten Hügel, der natürlich durch die Sonne angeleuchtet hier noch geiler aussieht, ne? Also das hier ist ja mal View from the Hill, sag ich da nur, ne? Also hier, guckt euch das an. Schönes Tal. Könnte man die Sonne mal so in die Ecke stellen. Und mal Screenshot machen und dann gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier noch irgendwas Sinnvolles vom Hügel aus, was wir sehen können. So, Top of the Mountain, ne? Hier. So ist es. So, da bin ich wieder runtergehüpft. Schwachsinn. Schwachsinn! So, Sonnenuntergang. Macht jetzt keinen so einen großen Sinn hier. Ja, ja, vielleicht doch. Der einsame Baum. Am Ende der Welt. Oh Gott. Tja. Wir werden hier schlafen. Ha! Das machen wir. Komm, wir pennen hier oben. Auf dem Hügel, auf dem... auf allem. Mit Fackel? Ja, komm, mit Fackel. Oh, mal eine Fackel dahin, ne? Haben wir sonst nie. So. Schläfchen auf dem Mountain. Unsere Mountains. Entfahre wie... So, jetzt können wir hier wieder was sehen. Und wir sehen, ist das da Hügel oder nur nicht gerenderte Häuschen? Naja, wir gehen hier mal runter. Komm. Wir müssen, eigentlich müssen wir hier unten ans Wasser, ne? Wir müssen eigentlich hier weiter. Damit wir das Wasser rechts noch mit drauf kriegen, so ein bisschen. Im Gucken. Ja, komm. Das machen wir mal. Hier sind wieder diese toten Bäume. Ne, totes Holz. Ja, haben wir. Ist eigentlich auch ganz nett, ne? Jetzt machen wir mal einen so ein Ding abholzen hier. Komm, wir machen das mal, ne? Haben wir sowas schon? Vielleicht können wir ja mal irgendwie eine Bank bauen oder so für einen Garten aus totem Holz. Also... die würde dann direkt schon so nach Verwesung aussehen, so, ne? Also, das ist so auf alt getrimmt, so aged. Also, eine Gartenbank aged. Zahlt man das Doppelte für, weil die irgendjemand mit der Kippe und mit dem Lötkolben schon bearbeitet hat. Ja. Nehmen wir einfach mal mit. Oh, meine Nase juckt. Oh. Ja, hier müssen wir mal wieder hoch. Und hier hinten ist Wasser. Was erwartet uns da hinten? Ja, wir gehen mal... ja, hier ist... ach, Menno! Na, ich wollte eigentlich hier hin und hier wieder zurück, aber es ist so schön hier. Komm, wir, lass uns umdrehen. Da machen wir nochmal eine Tour von. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt hier alles... ja? Komm, wir müssen jetzt hier mal rüber. So, falls mal Piranhas kommen. Nehmen wir mal unser Feuerschwert in die Hand. Bringt unter Wasser natürlich viel, aber... naja, egal. So. Schäfchen haben wir hier. Schöne Landschaft, wieder mal, ne? Also... Mojang, ne? Hier, guckt euch das an. So geht's. Ja. Wir sind doch jetzt richtig, ne? Ja. Wir gehen jetzt ein Stück in die Richtung und dann hier wieder runter. Oder wir gehen hier oben entlang. Aber da ist überall Wasser, ne? Das wird wahrscheinlich groß sein. Großes Wasser. Irgendwas essen. Dann Leder, das, das,
Das, das, die brauchen wir nicht. Den können wir. Das können wir dazu packen. So, Essen kommt zu Essen, ne? Ja. Das ist das Einzige, was wir ordnen, glaube ich. Ja. Wir gehen einfach ein Stück in die Richtung. Und gucken gleich mal, ob hier noch irgendwas Sinnvolles auftaucht. Bambus haben wir ja hier irgendwie nicht. Das ist sehr schlecht eigentlich. Ja, wir müssen hier lang. Komm, wir bleiben jetzt hier auf der Seite, weil da hinten verzettel ich mich. Wenn ich da irgendwas sehe, ne, dann bin ich sofort wieder unterwegs und angejunkt und lauf und mach und tu und ja, genau. So, wir gehen hier runter. Da sieht's gleich dann auch wieder so aus wie üblich, ne? Man kennt es. Ja. Das ist das, was wir nicht haben wollen, aber... Naja, gut. Wie weit müssen wir denn jetzt gehen? Ah, ein Stückchen noch, komm. Wir laufen mal hier bis zur anderen Seite des Sees oder Flusses. Flusses. Hier, was haben wir hier? Schlucht. Ja, Schlucht machen wir jetzt. Das machen wir aber jetzt nicht, ne? Oder? Nee, machen wir nicht. Wir nehmen alles auseinander, was wir finden, aber keine Schluchten. Also da würden wir jetzt 100 Jahre drin hängen. Und dann haben wir vielleicht Pech oder Glück, dass da so ein Minenschachthöhlensystem direkt dran sitzt und bla und hast du nicht gesehen. Von daher, nee, da kommt der Smeagol nie wieder raus. Ja, da sind wir 100 Jahre unterwegs. Ja, geiler Hügel, würde ich mal sagen. Der sieht irgendwie aus wie so ein... Achso, der ist noch nicht fertig. Na dann. Wir warten mal eben hier. Moment. Wir warten mal. Kommt noch was? Ah, Bäumchen noch. Hallo? L-Chunk, L-Ladung. So, da hinten lädt auch noch nach. Gehen wir ein Stück weiter. Vielleicht mal in die Richtung so. Ja, monumentaler Klotz mitten in der Landschaft. Ne? So. Der ist ja noch größer. Okay, wir gehen da einfach mal hin. Ne? Machen wir mal, oder? Sah vorhin aus wie so ein Adler. Also, vorne so Batman-mäßig irgendwie, ne? Ist ja noch nicht ganz gerendert, war. Ah, ist schon geil, ne? Also, ist echt monumental hier sowas. Und hier hinter wird es schon wieder Nacht, obwohl es noch Tag ist. Wir haben hier hinten... Mal eben, ob wir hier noch irgendwas haben. Nein. Wir gehen links rum um den Berg. Ne? Dann gehen wir rum um den Berg, ne? Ja, links rum, ne? Tun wir mal hier ein bisschen laufen an der Seite. Das können wir mal machen, ne? Der blöde Berg. Nein, der ist natürlich nicht doof, der ist super. Also, Top-Berg, ja. Ja, Top-Berg. Kriegt direkt nochmal ein Screenshot geschenkt, der Berg. Ja. Zweimal draufdrücken hilft auch nicht viel mehr. Wir gucken mal eben ins Buch der Bücher. Jetzt gehen wir hier gerade runter. Dann haben wir so, naja, bisschen was auf jeden Fall abgegrast. Da müssen wir dann irgendwann mal drüber. Das wird dann mal eine Bergtour hier. Also, ja, gut. Mal schön links und rechts schauen. Ob wir irgendwas finden. Sau gut, ne? Naja. Man sollte nicht in die Luft gucken, ne? Hier, Hans Kuck in die Luft mäßig. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Kinders, Kinders, ne? So. Jetzt passen wir aber auf unsere Füße.
Da ist wieder der Bambus, der falsche. Ich wette. Das ist ja wieder dieses Biom, ne, was wir schon hatten, ne? Moso Bambus. Alter, ne? Ah ja, Update. Moment. Ha. Das können wir ja mal eben gucken, ne? Wie man das hier mit dem Zimmermanns-Ding da? Flussschiffrohr Bambus. Flussschiffrohr Stock. Wir machen das irgendwann mit Sticks, ne? Ich sag euch das. Bambus. Was für ein Bambus? Was ist denn das für ein Bambus? 431. Bambusbretter? Aus Bambusbrettern? Hä? Bambus? Wo kommt Bambus her? Wieso sagt mir keiner was? Ach. Licky, licky. Mensch. Ist das ätzend, ne? Irgendwie doof, ne? Mit dem blöden Bambus. So. Wir müssen dahin. Ah, genau. An dem Hügel vorbei. Menno. Du bist schuld. Da schubse ich dich jetzt in den Hügel runter. Ja. Irgendwie doof, ne? Also schon irgendwie bescheuert. Hier sieht man wieder nix, ne? Also, oh, diese Bauwerke hier überall, ne? So, hier haben wir Riesenbambus, den haben wir auch schon. Ach, ist das ätzend mit dem scheiß Bambus. Ich habe nicht mal Bock auf die Kühe jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich will Bambus finden. Oh, Kakao. Kakao. Komm. Kakao. Flop. Kakao. Ja, ja. Schuppenbaumfarm. Komm, blöde Kuh. Oh. Huch. Ich weiß nicht. Ich hab nichts gesehen. Oh Gott. Die Kuh da runtergeschossen. Schlafen und vergessen. Ich tue mich. Lieber Gott, ich war gerade. Oh. Ja. Es ist ein Elend, ne? Mit diesem dummen Bambus. Ja, Lava. Lava ist auch nicht wirklich interessant und brauchen wir auch nicht. Wir haben hier wieder Moso Bambus. Ach Mensch, den hatten wir ja noch gar nicht. Das ist ja super. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich einen total einfachen Trick. Grüne Glycine. Okay. Die Glycerine. Die alte. Was ist das? Laterne des Waldes. Ja, super. Mensch, alles an Bambus hier im Garten. Ey, ein so schöner Garten und alles drin, nur nicht dieser normale Bambus scheinbar. Da kommt natürlich noch hier unser... Wieso kommen hier jetzt eine Menge von denen? Oh. Gut. Der eine, der andere. Hallo, du kannst auch nicht durch. Idiot. Du stirbst im Treibsand. Ciao. Ich erlöse ihn mal. Arme Sau, ne? Ein Creeper im Treibsand. Nein. Ach, Leute. Was ist das hier für ein Rumgegurke und Gemache? Was haben wir denn hier? Das sollte uns bestimmt nur ablenken, ne? Von irgendeinem Tempel oder irgendeinem Bauwerk. Na? Na? Irgendwie nicht, ne? Ja. Man weiß es nicht. Das brauchen wir nicht. So, weg mit dem Scheiß. Essen? Also mit dem Essen kommen wir echt gut klar, ne? So, eigentlich. Kommen wir gut klar, ne? Ich komme gut klar, ne?
Die kommen wir gut klar, ne? So. Wir gehen in die Richtung. So. Und halten mal Ausschau nach interessanten Bauwerken. Ach ja, Leute, ne? Ich hoffe, ihr habt auch eine Menge Spaß. Fisch haben wir sowieso nicht, also können wir auch keine Katze mitnehmen. Ey, Katze! Das klappt vorne und hinten nicht, also, ne? Hier haben wir schon wieder totes Land. Da könnten wir eigentlich mal bis vorne gehen. Dann haben wir nämlich direkt hier diesen... Was ist das? Höhle? 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 Brauchen wir nicht. Ritterliche Musik. Was ist hier? Quatschit. Oh, Mensch. So, wir sind am Meer angekommen. Keine Bauwerke am Meer. Unser Riesenklotz ist da hinten irgendwo und wir ja, lassen mal hier die Map ein bisschen rendern. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das tut. Tut sie natürlich nicht. Müssen wir hier irgendwas abbauen, damit die Map gerendert wird. Da ist unser Big Hügel. Oh, da ist dieses tote Zeug wieder. Dieses Atom... Nach dem Atomangriff Versuchsgelände. Was ist das? Delia? Okay. Brauchen wir nicht. Das ist normales Zuckerrohr. Ja, ist doch gut die Richtung, hier so am Wasser entlang. Wie gesagt, hier ist dieses Atomversuchsgelände, wo ganz am Anfang, Mensch, langsam verblassen sogar die Erinnerungen. Also ganz am Anfang hatten wir doch mal hier so ein Biom, halt so ein Schrott. Da ist auch dieses komische Wasser, ne? Oder ist es normales? Ne, ist normales. Ganz am Anfang hatten wir ja mal diesen Typen mit diesem Turm, mit diesem Funkturm. Also dieser, keine Ahnung, komische Freak da in seinem Doktor so und so. Ne? Und der hatte ja neben, hinter seinem Funkturm da, seiner Radiostation, hatte der ja dieses... Gelände hier, also dieses hier, ne? Das hier. Da sind hohe Bäume, aber kein Bambus. Hier sind nur wieder diese toten Dinger. Na komm, wir gehen mal in die Richtung.